Ich komme nach Holland und erzähle was auf Deutsch für die Deutschen. Verstehen. Also, schlimm ist das nicht, aber manchen kennen mich schon. Ich weiß nicht, wo sie alle herkommen. Schweiz, Österreich, bestimmt nur Deutschland. Sie sprechen alle Deutsch, nehme ich an? Oder muss ich jetzt Englisch reden? Nee. Also, was ich heute mit Ihnen etwas erzählen will, meine Erfahrung, ein bisschen Berufserfahrung. Ich mag das Bild ist ein bisschen wackelig, das bin ich nicht. Aber man denkt, man hat was getrunken, aber das ist nicht meine Schuld. Entschuldigung. Zweite Entschuldigung ist, dass meine Stimme nicht so ganz toll ist. Vor ein paar Tagen hatte ich überhaupt keine Stimme mehr, weil ich viel unterwegs war, ein bisschen viel meine Stimme gebraucht habe und dann geht das einfach los. Das ist mein Pferd, unser Pferd. Das ist die Person, das bin ich, Fachtierarzt. Ich wohne und arbeite in Deutschland. Was will ich Ihnen heute ein bisschen erzählen? Ich habe nicht die Kenntnisse alle im Bach, dass ich sage, ich weiß alles, tue alles. Ich habe nur von meinem Schwiegervater ungefähr 20, 25 Jahren was Erfahrung mit ihm gekriegt. Der Mann, das war Fuke van der Velde. Der hat drei gekürte Hengste mal gezogen. Sape war der letzte, Walter war einer und Bartelt in Amerika. Bartelt war damals viel zu jung hier, weil er war zu modern. Da sagt er, dann geht er nach Amerika, ohne Papieren gekürt. War der Beste, was Amerika jemals hatte, glaube ich. Aber so sieht man, dass manche Leute etwas voranstreben und etwas mehr voran sind als andere. Na, was will ich Ihnen heute zeigen? Ein bisschen Intro. Mein Ziel heute, dann ein bisschen über Lahmheitsbesachen, bestimmt ein bisschen Richtung Friesen. Nur mit einer Bedingung, dass Sie nicht nach Hause kommen von, oh, mein Pferd hat das, mein Pferd hat das, mein Pferd hat das. Ich will nur ein bisschen aufklären, was es so all gibt. Und wenn man sich ein neues Pferd oder so holt, hat man etwas weiter guckt als der Durchschnitt Warmblüter, Durchschnitt Vollblüter, wo man mal drauf schaut. Das ist mein kleines Spiel zu Hause, das sind unsere Pferde, ungefähr 16 Stück. Naja, man kennt das ja, man fängt mit einem an, mit zwei an, mit drei an, nochmal züchten, der Wurf ist zu klein, dann noch mehr, dann noch mehr, dann hat man Tierarztpraxis, dann braucht man den Tierarzt nicht zu bezahlen. Man kennt das ja und dann geht das weiter. Das sind ein paar von unseren Produkten, das ist ein ganz schöner. Was habe ich gemacht? Nach meinem Studium habe ich ein bisschen in Amerika rumgeguckt, zwei Jahre mein Examen noch gemacht, da extra. Dann habe ich viel mit Mannschaften in der ganzen Welt unterwegs, bin ich geflogen und gefahren, gespannt fahren, Distanzreiten und so weiter. Jetzt mache ich noch Aachen und ein paar ganz große Turniere, wo man als FI-Tierarzt gucken muss. Hat nicht so viel mit Friese zu tun, aber nebenbei habe ich viel für die Friese geschrieben und versucht, jetzt ein bisschen aufzuklären, dass die Gesundheit so endlich nach Jahren endlich mal Nummer 1 steht in dem ganzen Zuchtprogramm. Ich denke, das ist wichtig mit manchen Problemen, die man beim Friesenpferd hat, dass man aber dran tut. Und vor allem in Holland, weil in Holland geht es schon so weit, dass wir haben eine Partei für die Dieren, eine Bundestaggruppe, die schon so weit geht, dass Pferde nicht mehr zum Reiten da sind. Ja? Und wenn das so weitergeht, dann sind wir wohl schlecht dran, denke ich. Allmählich ist es so, dass jetzt das Gewicht vom Reiter maximal 20% vom Gewicht vom Pferd sein darf. Ja, mehr darf schon mal nicht, das sind auch die Tierschützer. Und zu Recht, muss ich sagen. Das kommt aus England rüber geflogen. Das geht jetzt bei uns auch los, dass etwas zu schweren Reiter am Pferd auch nicht mehr reiten darf. Ich meine, abgesehen von, dass das nicht passt, nicht aussieht und sowas, sollte man das nicht machen. Aber man sieht, dass das langsam vorangeht. Na, unterwegs mit Pferde, viel Pferde, es haben gerade waren Besprechungen über Transport international, da gehen ganz viele Friesenpferde, vor allem Jährlinge nach Mexiko in der Gegend, ganz aktiv und das macht den Preis natürlich auch etwas schöner, aber so ist man unterwegs. Wenn man denkt, das waren Friesen mit Prinz Philipp damals noch, vor ein paar Jahren, als ich da war, da waren das Feldponys. Also ich dachte, oh, der fährt Friesen. Na, nee, das sind Feldponys, die sehen sich ein bisschen ähnlich. Aber so geht das. Na, wir züchten was, wir haben so eine Mannschaft, die was Schaubilder gibt. Dann habe ich hier so ein Experiment mit was Embryo-Transfer gemacht, mit eingefroren, ein Zwilling, eingefroren, ein direkt übertragen. Und dann hatte ich ein Jahr später mit einem Monat Zwischenzeit Zwillinge. Ja, das macht man auch schon mal. Das war dann hier das erste Friesenfohlen, das eine Tragmutter auf der Körung kam in Holland. Dann haben die Richter gefragt, wie kann das? Ja, nee. Leute haben gesagt, von dem armen Tier, weil die Mutter verloren, aber das war ein Embryo, das wir auch mal geprüft haben, dann ein Friesenfohlen in eine Warmblutstute eingesetzt werden kann und als Tragmutter dienen kann. Na, mein Ziel heute, ein bisschen erkennen, Therapie, Prävention von einigen Lahmheiten beim Friesen. Das sind übrigens unsere Pferde. Nicht, dass das wichtig ist, aber das sind ein paar Erlebnisse, was ich in der Praxis habe, von Wissen ist Messen.
vor allem Erkenntnisse und Bekanntschaften beurteilen. Wir verurteilen ganz schnell, oh, der Pferd ist nicht gut, hat dies, hat das, hat das. Aber beurteilen ist was anderes wie verurteilen. Und kennen und können ist auch noch in der Regel ein anderes Thema. Regelmaß, das will ich ja noch meistens auch sagen, nach 95 Jahren. Regelmaß ist das A und O bei der ganzen Pferdegedöns. Nicht nur speziell für den Friesen, aber vor allem, wenn Sie weniger Koliker haben wollen, wenn Sie weniger Probleme haben, gucken Sie, dass Sie Regelmaß in die Fütterung, Training, Bewegung, alles den Regelmaß reinkriegen. Denn das Schlimmste, was passieren kann, Montagmorgen, 3 Tage nehmen die Pferde gestanden und auf einmal geht das los. Also Regelmaß, das Pferd ist absolut ein regelmäßiges Tier. Die meisten Verletzungen passieren bei Ermüdung oder Stallunfug. Ermüdigung, das sieht man nicht nur Vielseitigkeit, das ist auch beim Friesen, das geht noch, aber man sieht da Ermüdigung, das Pferd kann die Leistung nicht direkt bringen von Gespanntfahren oder Dressur oder sowas und dann kommen die Probleme. Na, ich weiß nicht, welche Sorte Sie angehören, Pferdeleute oder Leute mit Pferde. Ich sage nicht, dass die eine Gruppe schlechter ist oder besser ist, aber man kann sich so ein Urteil formen, von was man will. Und das, denke ich, das ganz wichtig ist, als Öffnung, wir sind abhängig von den Emotionen von den Nicht-Pferdeleuten. Und die Nicht-Pferdeleute sind 1000-mal mehr wie die Pferdeleute. Das heißt, wenn ihr jemand begegnet, von geh mal mit Auto fahren oder sowas, dann man versucht, nett zu bleiben, obwohl das schwierig ist, obwohl es mit dem Fahrrad oder mit Kinderwagen oder sowas. Also die Emotionen von den Nicht-Pferdeleuten, die bestimmen nachher, was mit uns darf noch und wie es dann weitergeht. Na, allgemeiner Gesundheitsstatus ist auch immer wichtig. Wie sieht das Pferd aus? Allgemeiner Eindruck. Der Eindruck ist unheimlich wichtig. Wir kommen im Stall rein, guckt er oder steht er ganz apathisch im Stall, ganz in der Ecke. Das ist nicht nur für den Besitzer, aber auch für den Tierarzt wichtig. Dann kann man noch Atmung, Puls, Temperatur und so weiter nehmen. Das können Sie alles erfahren. Dann ist die Spezialuntersuchung für die Lahmheitsuntersuchung. Na, das sind meine größten Konkurrenten. Ja? Google Time und Green. Der grüne Google, der die Zeit nimmt. Ja? Dann kommt eine ganze Weile nichts, dann kommt noch alles, was alternativ ist, weil das nichts kostet. Und dann ganz unten steht irgendwo ein Pferdetierarzt. Ja, aber die, vor allem mit der deutschen neuen Gebührenordnung, ja, halte ich mich mein Herz fest, weil das geht ja richtig in die Höhe. Ja? Ich meine, nicht unzurecht, aber ich weiß nicht, ob Sie da richtig alles gemacht haben, dass das so hoch werden muss. Zum Beispiel ein Chip auslesen. Ich weiß nicht, ob Sie schon gesehen haben, die neue Gebührenordnung. Chip auslesen muss ich offiziell 16 Euro für nehmen. Ich meine, Chip auslesen, dann nicht das Ding, der hat die Nummer, das ist fertig. Aber offiziell muss man da 16 Euro für rechnen. Ich meine, wo das hingeht, weiß ich nicht, aber naja, ist nicht anders. Klinische Untersuchung. Na, was ist am wichtigsten erstmal? Was ist die Lahmheitsgeschichte? Wie lange ist der Lahm? Welche Abstammung? Was für irgendwo, was für Gegend oder wofür wird das Pferd benutzt? In Spanien ist das ganz anders als in Aachen von Spannfahren. Für die Kutschen in Wien oder in Mexiko ist das wieder ganz anders als irgendwo ein Dressurreiter in Schweden oder in Deutschland. Ist das plötzlich entstanden, chronisch, sucht Abstammung. Man kann schon ein ganz Level irgendwo sich angucken. Ist das Tier auch vorbehandelt? Nicht zuletzt kommen die Leute mal, ja, der kriegt schon 3, 4, 5 Wochen Equi, ja, Equipalation, kommt zu Ihnen, ja, da sehe ich nichts, dann haben Sie umsonst die Fahrt gemacht. Aber gut ist zu wissen, dass man sich vorher einen Gedanken macht darüber, was losgeht. Untersuchung in Bewegung. Also, ich kann Ihnen einen Rat geben, ich lasse jedes Pferd, wenn er nicht mit 3 Beinen aus dem Stall kommt, alles ein paar Schritte mal gehen, dass man für sich selber gesehen hat, wo geht der Tier lahm. Weil nicht zuletzt und oft der Fall, der ganze Reitstall sagt vorne links. Und ich komme an, ja, wir behandeln vorne links. Herr Doktor, nach 3 Wochen ist nicht besser. Ja, das Pferd war nicht vorne links, er war vorne rechts lahm. Ich meine, ja, also man soll sich immer, und bis das Gegenteil bewiesen ist, soll man sich in Urteil formen, ich finde das. Und da kann mich noch keiner anbringen, sonst, oder wenn jemand mir davon überzeugt, was das ist, da kann er mich da mal das erzählen. In Bewegung, ohne Belastung, eventuell mit Belastung, nur unterm Reiter, weichen Boden, festen Boden. Man guckt sich das Tier an, man lässt das Tier traben und da kommen die Kleinigkeiten. Wie geht das Tier vorwärts? Ja? Geht er erstmal einen Schritt, da lässt man sie in die Straße gucken, wo der läuft. Dann dreht man sich um und immer rechts rumdrehen. Ich sehe schon, ob man mit Anfänger und Profis zu tun hat. Alles, was links rumdreht, sind die unter Klammern Faulen. Offiziell
bei großen Turnieren alles, jedes Pferdemensch dreht rechts rum, ja, rechts rum, damit man immer als Tierarzt oder als Begutachter das Pferd im Blick hat. Man guckt dann, man dreht rechts um, dann sieht man direkt in der Kurve, oh, ist da schon irgendwo Wendeschmerz vorhanden oder nicht? Kann man nur gucken, zuschauen, gucken, mehr nicht. Dann lässt man den zurücklaufen und dann sieht man zum Beispiel beim Friesenpferd auch, wie geht der mit Vorderbeine, Hinterbeine, wie viel Parcoursen, wie viele Stellen geht der? Geht der voreinander oder geht er nebeneinander? Das ist wichtig. Was wichtig ist auch, dass er nicht zu viel Schwung hat hier vorne. Und ich versuche schon über bestimmte Kanäle, um zu gucken, dass man etwas weniger das Schmeißen drin züchtet, weil das ist für die Gelenke sehr schlecht. Sehr schlecht. Und wenn ich einen Friese untersuchen muss für eine Ankaufsuntersuchung, fange ich erst beim Vorkarpalgelenk an, Vorderknie. Warum? Die haben ganz viel Arthrose im Vorderknie, weil durch das Drehen, das unheimlich viel passiert. Also man kann das schon beurteilen, einfach wie das läuft. Hier sehen Sie fast nicht die Hinterbeine, die stehen fast voreinander. Und dann man hat was mehr Schwung, auch für das Dressur und für was sieht, dass man nebeneinander geht mit den Beinen. Und vor allem vorne macht man das und hinten macht man das. Nur eine kleine Anweisung. Jetzt verkaufen Sie mir nicht Ihr Pferd heute Abend, weil der so oder so geht. Meine, jeder hat seinen Grund, wieso er ein Pferd hat. Aber wenn man mal in Ankauf oder Lahmheit oder sowas suchen muss, einfach schauen, zuschauen und nochmal zuschauen. Kann ganz einfach. Erstmal einen Schritt, dann mal einen Trab, ohne dass man es gemacht hat. Es gibt allerhand Abweichungen, die man sehen kann. Dann nimmt man das Pferd in Ruhe, dann guckt man sich das Tier an. Irgendwo mit einer Beule ist, irgendwo Schramm ist, irgendwo, wo die andere Farbe hat, vor allem wenn ein schwarzes Friesenpferd schöne weiße Stellen hat, schon wo die Bandagen waren, dann kann man schon fragen, ist das immer so oder war das immer so oder haben Sie Erfahrung damit oder solches Ähnliches. Inspektion, erst zuschauen, gucken, ganz rumdrum. Dann fühlt man überall nach, gibt es Temperatur, gibt es Verdickungen, gibt es allerhand Sachen. Dann kann man auch drauf klopfen. Man guckt sich das Tier an, wie steht der, so oder so oder so. Man sieht, das Knie ist schon, Karpalgelenk ist schon dicker, der Stand ist auch ein bisschen anders. Wie sind die Hufe? Und ein Ding, was ich nach 35 Jahren sagen kann, ist, alles, was sich vererbt, ist nicht nur Charakter, aber auch Stand und Bewegung und Füße. Absolut, absolut. Denken Sie daran. Also wenn Sie dann Probleme mit Ihrer Stute oder Pferd haben, gucken Sie, dass Sie dann vor allem nicht zugeben, aber wie die Hengste stehen und wie die gehen. Dann hat man oft viel zu hohe Füße, dass die ganz steil werden. Man soll die nicht so platt haben, man soll die nicht so steil haben, das soll passen zum Pferd. Ein Ding will ich noch erwähnen. CPL, wenn man ein Pferd das hört, kennt jeder, denke ich, ja? Das kann so weit gehen, dass die sich scheuern, dass die Wunden kriegen, alles kaputt geht. In 9 von 10 Fällen ist das Reude, Choreoptis, Reude. Da können Sie schmieren, was Sie wollen, mit Schwefel, mit weiß ich was, alles. Man muss versuchen, die Parasiten kaputt zu kriegen. Ja? Die Pferde gehen so weit, dass sich alles kaputt scheuern, dann kriegen eine Wunde. Ja, ich habe die Wunde versorgt, aber das geht weiter, weil er juckt noch immer. Ja? Das erste Zeichen ist, dass die einmal treten. So stehen die oder die jucken sich so oder... Und da kann man ganz viel dran machen. Es ist in Holland ist es erlaubt. Es gibt so ein Mittel, kann man spritzen, eine Art Ivomec, aber dann Dectomax, ein ganz bekanntes Mittel schon. Da darf man spritzen in Holland, weil es kein Alternativ gibt. Ja? Offiziell, wenn man zum Haus oder zum Haustierarzt geht, von ich will das gespritzt haben, um Gottes Willen, dann darf man gar nicht. Das ist zugelassen für Schweine, Rinder und bla bla bla. Aber es, für Pferde wirkt das unheimlich. Ich mache das über 30 Jahren und warum mache ich das? Weil es gab kein Alternativ mit Cebacil oder weiß ich was für Zeug, das ist unheimlich Gift. Man spritzt die Pferde im Muskel, nie im Blut. Ich will keine Werbung für das Präparat machen, aber ich finde, dass der Juckreiz und die Probleme, was die Pferde haben, finde ich, dass man was dran tun muss. Wenn ich das Pferd so sehe, das ist dann wohl ein Tinker, aber der hätte schon viel, viel, viel länger eher behandelt werden müssen. Ja? Es ist, wie gesagt, nicht offiziell zugelassen, aber es ist an der Uni in Utrecht begutachtet, dass man das nehmen darf für Reude beim Pferd. Ja? Und das Problem dabei ist, dass man nur einmal spritzt, das bringt nichts. Man muss so dreimal mindestens spritzen mit 2 Wochen dazwischen. Dann hat man eine gute Chance und dann noch lokal mit ein paar Dingen behandeln, dann geht das eigentlich gut. Und ich sage das extra,
Nochmals, es ist nicht zugelassen. Ich sage das trotzdem, weil das Problem beim Pferd, vor allem beim Friesen oder beim Kahlblüter, ist so groß, wenn man da nichts dran macht, dann wird das so wie das hier. Und dann hat man nachher nur noch das chronische Problem. Ja, und ich denke, dass man davon wegbleiben muss. Man sagt jetzt, das vererbt sich etwas, aber ich denke, dass der größte Teil kommt, weil man das zu schlecht und nicht gut behandelt hat. Salzwasserbäden gehen ganz gut, am Meer irgendwo durch den Wasser laufen, Salzwasser geht auch ganz gut. Es gibt Methoden, man muss nicht immer alles rasieren, aber wenn man schnell dabei ist, dann hat man wunderbar und keine Probleme, gut auskämmen und keine Probleme mit dem Problem. Ja, kommt Ihnen das bekannt vor, oder? Das weiß schon jeder, aber seien Sie vorsichtig, nicht zum Tierarzt fahren, der Doktor hat da gesagt hat und so, bisschen, wenn Sie ein bisschen Kontakt haben, dann geht das eigentlich ganz gut. Aber nie im Blut spritzen, einfach im Muskel, mehr nicht. Ja, bitte? Nee, nee, die ersten paar Monate ist kein Problem, aber ich habe andere Erfahrungen damit, aber es ist nicht wissenschaftlich damit, aber man darf nicht und trage die Stute, eine gute Bemerkung. Aber es wirkt nur, wenn man ein paar Mal hintereinander das macht. Ja? Gut, das ist, wo geht das hin? Das ist dann furchtbar, wenn man die Tiere so leiden lässt. Und da mache ich die Strom im Stall, können Sie sich vorstellen, damit sie sich nicht jucken. Also ich, das ist Tierquälerei. Und da sage ich lieber von, nimm was, was wirkt und was dann auch gut gehen kann. Na, wo sind wir weiter mit unserer Lahmheit? Wir machen wir Beugeproben. Wir machen wir diagnostische Anästhesien und dann können wir noch was andere Sachen machen. Wärmebildkamera, da kommen ja Firmen und Leute, die, ich habe meine Wärmekamera, die muss ich auch bezahlt kriegen. Komm, hier, mess mal. Das hilft ganz gut gegen Hufgeschwüre. Da kann man die Leute von überzeugen, Hufgeschwür, das noch nicht durchgeht, kann man das ganz gut nehmen. Also das wirkt eigentlich gut, um die Leute das zu zeigen. Die Anästhesien fängt man immer von unten an, geht langsam nach oben, um zu gucken, ob die Pferde dann besser gehen oder nicht. Das ist klar. Na, Röntgen ist ja auch klar. Gucken Sie immer mit Leuten, wenn Röntgenbilder gemacht werden, lassen Sie sich überzeugen, was ist wo zu sehen. Das hat nichts mit Einmischung zu tun, das hat aber mit Interesse zu tun. Und wenn es Ihr eigenes Pferd ist, sollte man das einfach machen und sagen, erklären Sie mir da dies oder das. Man sieht dann verschiedene Röntgenaufnahmen, Hufbein, Gleichbeine, Fesselkopf. Und man sieht dann hier, dass ein großes Gelenkchip zu sehen ist, um mal zu vergleichen. Man muss nicht Röntgenologe sein, das müssen Sie dem Tierarzt überlassen. Aber man kann vielleicht denken, dass hier im Gegensatz zu da doch irgendwo eine Veränderung zu sehen ist. Dann hat man eine andere Möglichkeit. Man guckt sich auch das Karpalgelenk an und dann sieht man, dass hier eine kleine Zyste drin ist. Muss man auch den Tierarzt mit glauben. Und solche Krankheiten, solche Lahmheiten führen, dass er nach 1, 2, 3 Wochen, 6 Wochen, 7 oder 8 Wochen immer schlechter läuft. Dann geht es mit Pause wieder ganz gut. Fängt man wieder an zu trainieren, geht es wieder ganz schlechter. Und so bleibt man. Und dann sollte man doch weiter gucken, ob irgendwo eine Zyste ist, die nach einer bestimmten Trainingszeit erst anfängt. Na, sehen ist auch klar. Wenn es nicht klar ist, Szintigraphie, da wird Radioaktivität intravenös reingespritzt, also im Blutgefäß reingespritzt. Und da kann man irgendwo, so ist hier die Halswirbelsäule, sehen oder hier beim Sprunggelenk, wo irgendwo was Auffälliges zu sehen ist, damit man nicht das ganze Bild vom Pferd röntgt, aber dass man erst mehr gezielt irgendwo eine Untersuchung macht, wo man dann nachher weitergeht. CT, heutzutage hat jede Klinik fast irgendwo CT oder MRT oder sowas. Die wollen, ich kenne eine Klinik, die gehen erst zum MRT, dann zum CT und dann das und dann das. Und da kommen die erstmal beim normalen Tierarzt, um zu gucken. Ich meine, das Ding muss bezahlt werden, die sind teuer, aber so sollte es eigentlich nicht gehen. Ja? Also CT gibt Vorteile, die man normal beim Röntgen nicht sieht, aber der Preis ist meistens auch nicht immer ideal. MRT sieht man mehr die Weichteile, sieht man schön was Veränderungen im Strahlbeinbereich in dieser Gegend. Man macht das auch stehend. Ja. Dann muss das Tier mindestens 20 bis 30 Minuten komplett stillstehen, sonst muss man wieder neu anfangen. Dann sage ich lieber von legen platt, macht das dann, dann haben wir wenigstens etwas bessere Bilder. Also MRT und sowas gibt schon bessere Bilder. Den großen Vorteil, human auch, ist, MRT gibt es keine Strahlenbelastung. CT ist ja in so einen Bogen, wurde reingeschoben, dann wird alles von der Seite bestrahlt. MRT ist nur mit Magnetfeld und hat man keine Strahlenbelastung. Also MRT mag ich lieber wie ein CT, wenn man wählen darf. Ja? Dann kann man auch Arthroskopie, das heißt, ich gehe im Gelenk so einen Chip rausholen, ich gucke mir das Gelenk an und so weiter. Da wird dann Kamera rein, Zange rein und da wird irgendwo was rausgeholt in der Größe von dies hier.
Dann beurteilt man noch, wie die Gelenksflüssigkeit ist. Wenn das ganz flüssig ist, ganz dünn ist, dann ist die Qualität schlecht und da muss man eben nachhelfen. Na, das sind die Möglichkeiten zum Untersuchen. Na, was haben wir? Ein paar verschiedene Lahmheiten. Wir haben Stützbeinlahmheit, Bewegungslahmheit oder was gemischt. Ist es schon ganz frisch oder ganz alt? Ist es ganz zentral im Rückenbereich oder ist es ganz an der Außenseite? Dann gibt es Weichteile, Knochen und so weiter. Na, wie kann ich eine Lahmheit erkennen? Und da fängt es schon an. Der Grundregel ist, das Pferd fällt auf das gesunde Bein. Ja, Pferd fällt auf das gesunde Bein. Das heißt, das andere Bein ist das lahme Bein. Und warum sage ich das explizit? Das Pferd fällt auf das gesunde Bein, wenn ich sage, ich habe einen Besitzer, der führt das Pferd vor, das Pferd das trabt, Pferd fällt, ich sage es so von Abstand, Pferd fällt auf vorne rechts. Da geht er schon 3 Wochen lahm. Das zeigt für mich, dass der Besitzer nichts weiß, weil das ist nicht das lahme Bein. Ja? Ich sage das extra, um zu gucken, wenn man Leute hat, die null Ahnung haben, muss man etwas mehr erklären, dass man Leute hat, die richtig Ahnung haben als Tierarzt. Aber für Sie ist das auch wichtig, dass man sagt, das Pferd fällt auf das gesunde Bein, das andere ist das lahme Bein. Und wo gucke ich nach? Nicht, ob die Beine irgendwo so stehen, ob der Kopf runtergeht. Schlauen kamen wieder, die sagen von, das heißt, wenn das Pferd seinen Kopf nicht bewegt, kann ich keine Lahmheit sehen. Das stimmt auch, es sei denn, es ist richtig lahm. Das heißt, wenn ich ein großes Turnier gehe, dann lerne ich das Pferd, den Kopf still zu halten, kann ich überall mitmachen. Ich meine, das sollte jetzt nicht so sein, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja? Pferd fällt auf das gesunde Bein, das andere Bein ist also der lahm. Man lässt das Pferd immer wegtraben, man beurteilt das nicht im Schritt, einfach im Wegtraben, dann beurteilt man hinten, wenn das Pferd zurückkommt, beurteilt man von vorne, dann geht man einen Schritt vorbei, zurück, lässt das Pferd vorbeitraben und beurteilt vorne und hinten zugleich. Und was man sehr oft sieht, ist eine Lahmheit quer, das heißt vorne links, hinten rechts oder andersrum, dass das oft heißt, dass irgendwo Rücken was fest oder irgendwo ein anderes Problem sein kann. Und das kann ich nur sehen, wenn er vorbeigeht. Ja? Also ein Richter, der nur sagt, ich glaube das schon, ja, ich habe schon gesehen, entweder der ist sehr lahm oder er hat nicht gut nachgeschaut, um das ganze Tier zu beurteilen. Ja? Also Füße, na, die meisten Lahmheiten gibt es noch immer im Fußbereich. Ungefähr 70% von aller Lahmheiten, jetzt mache ich ein bisschen Statistik, ungefähr 70% von aller Lahmheiten sind vorne. 30% von den Lahmheiten bei Pferden sind hinten, nicht nur Friesen, aber allgemein. Mehr wie 70% von aller Lahmheiten vorne sind beim Fesselkopf und da unten. Das heißt, 70 mal 70%, ungefähr die Hälfte von allen Lahmheiten sind entweder vorne links oder vorne rechts im Huf oder drunter, Fesselkopf. Und wo fangen meine Alternativen alle an? Am der Ohren fühlen, Hals, Brücken, dies und das und das und das. Man fängt nicht umsonst immer unten an und wirkt sich nach oben und nicht andersrum. Ja? Man sieht schon oft, wenn die Hufe ganz knallhart sind, dann ist ein Hufgeschwür schon sehr große Chance. Die sehen, als ob die ein Bein gebrochen haben. Zweite Wort im Bein ist einfach Hand hinten drauf, der pulsiert wie verrückt. Warm wird der Fuß, pulsiert wie verrückt und Schmerzen, das geht nicht mehr. Dann nimmt man die Zange und dann guckt man, oh, ich finde noch nichts. Dann geht man etwas höher, ich finde noch nichts. Aber Doktor, kann das nicht was anderes sein? Dann ist das irgendwo halbwegs und nach 1, 2 Tagen, 4 Tagen kommt das oben am Kronraum erst raus. So wie hier, kommt das da oben erst raus. Das hat dann wenig Schlimmes, aber wenn man dann zum Beispiel was Equi oder Antibiotikum oder sowas gibt, weil man nicht ungefähr weiß, was die Lahmheit war, dann macht man das nur schlimm, weil das kann halt Wochen dauern, bevor das rauskommt. Ich gebe die, wenn die ganz lahm sind, ein bisschen Schmerzmittel, damit der Besitzer was Ruhe hat und das Pferd ein bisschen weniger Schmerzen hat. Das Einzige, was dann passiert ist, lass Zugsalbe auf die Kronrand schmieren, nach 3 Tagen, ja, auf, Soda spülen, fertig. Kein Problem. Kostet nicht die Welt. Ich verdiene zu wenig dran, das sage ich ehrlich. Weil man muss 3-mal zurückkommen, dicken, fetten Verband. Ich mache noch nicht mal einen Verband drum. Soda lebe ich von. Soda kennt jeder. Nicht Soda, Wasser zum Trinken. Soda kann man in Holland in jedes Warenhaus, Aldi, Lidl, so viel kaufen, was umsonst. In Deutschland ist es mehr apothekenpflichtig. Ja? Also wenn ich das schon höre, Soda.
Da kann man mit waschen, da kann man Fenster putzen, kann man alles. Das ist das beste Mittel, um einen Huf weich zu kriegen und einen Hufgeschwür zu behandeln. Wenn ich nicht weiß, was er macht, ich nehme einen Pamper, ich nehme wohl Soda zum Auftauen in warmes Wasser. Ich hatte letztens jemanden, der hat trockenen Soda reingetan und das hat ja nicht gewirkt. Also man muss das schon ein bisschen auflösen, ein bisschen mitdenken. Lauwarmes Wasser, Soda, Pamper rum, ein paar Tage drum, Kronon einschmieren, eine Woche später ist alles gelaufen. Ja? Ohne Kliniken und ohne bla bla bla. Also das sind die meist vorkommenden Sachen. Anderes Problem, Hufrehe. Hier sieht man die Gefäße bei dem Huf laufen. Ja? Friesen sind da doch mit anfällig. Nicht nur Shettis, aber auch Friesen. Vor allem Nachgeburtprobleme. Nachgeburt, Nachgeburt, Nachgeburt. Innerhalb von 4 bis 6 Stunden muss die Nachgeburt runter, weg, raus, egal wie. Tierarzt dabei, mitten in der Nacht anrufen, das Ding muss ab, weg damit. Wenn sie es nicht machen, kann es sein, dass sie innerhalb von 24 Stunden platte Pferd haben, der so steht. Und dann ist die Hölle los. Weil mit Nachgeburtverhalten ist verdammt schlimm beim Pferd, vor allem beim Friesen. Das ist nicht nur ein bisschen auch Zuchtproblem, aber das hat auch mit andere Sachen noch zu tun, aber man muss darauf achten, dass das richtig gut abgeht. Na, was passiert dabei? Nach einer Weile, dann dreht sich das Hufbein im Huf und da kann man gucken, ob das unten schon rauskommt und dann ist die Prognose schlecht. Ja? Also man kann was Sachen vorbeugen, also viel, vor allem Fructosanen, jetzt im Herbst, was schlimm. Ja? Viele Pferde mit Hufreh. Shettis, normale Pferde, alles. Weil die Fructosane mit schnell gewachsenes, kleines Gras hat unheimlich viel Zuckergehalt gehabt. Und da war das große Problem. Also Fütterung, Medikamente kann nicht herkommen, gibt ja mehrere Ursachen. Aber Nachgeburt beim Friesen, bitte drauf achten. Meine Erfahrung war immer, Eisen falsch rum. Was noch viel besser geht, haue ich einen Hufschuh drum. Die Pferde, die fangen an zu laufen und die sollen nicht komplett stehen, weil dann verkürzt sich alles, was nicht taugt. Ja, das darf nicht. Durch die Bewegung bleiben die Sehnen ein bisschen auf Ballast und dann geht das langsam weiter. Also ein Hufschuh ist absolut, wo man den Hufschuh innen drinnen so eine Einlage hat, wo man dann ein bisschen ausschneidet, dass der Fuß spitz frei liegt. Dann laufen die meisten wieder innerhalb von einer Woche, zwei Wochen. Ja, also das ist ein ganz guter Rat, was ich Ihnen geben kann. Was ist noch mehr typisch für ein Friesenpferd? Das Problem, das ist auch Vererbungssache. Das ist Hufgelenk hier, das Strahlbein, unter dem Fuß, hier ist ungefähr der Kronrand, das Problem und das Problem, Entschuldigung, das Problem. Das ist ein Stück großen Knorpel, der abbricht und das vererbt sich auch noch teilweise. Also Vererbung ist immer so eine Sache, da ist nichts, was nichts vererbt und auch nicht, was 100% vererbt. Vererbung ist eine Sache zwischen 0 und 100%. Wenn man so 20%, 30%, 40% hat, dann ist schon viel. Und hier steckt das irgendwo drin, dass es schon auch mäßig viel ist, wo man drauf achtet. Und da sollte man doch mit einem Röntgenbild das klären können. Wo muss man das suchen? Ungefähr am Kronrand, wo ich hier bin. Na, Krongelenkschale, hier sieht man was Reaktion, hier sieht man was Verdickung. Und da sieht man überhaupt auch, dass auch viel, bei älteren Friesen ist das schon mal vorkommend, dass man da die Probleme sieht. Na, Nageltritt spricht für sich, dass das immer gefährlich sein kann, vor allem wenn er in der Mitte vom Strahl ist, Richtung Strahlbein. Dann ist es sehr aufpassen, aufpassen. Sobald das irgendwo an der Ecke ist oder so, dann geht es schon mal weniger schlecht. Was beim Friesenpferd so viel passiert, ist, dass man doch wegen die Hufe, die nur steiler und steiler werden, und da sollte man bei der Zucht auch drauf achten, bitte, weil wenn man sich manche Hengste anguckt, die haben richtig höhe Füße. Die sollen nicht so tief sein, aber auch nicht so hoch sein. Da kommt man ganz tief in den Strahl rein und dann entsteht ganz schnell Strahlfäule oder Hufkrebs. Das sollte man darauf achten. Also man muss da mit dem Schmied überlegen, der Huf soll ein bisschen breiter werden, dass er Bewegung hat. Der Huf der muss Hufmechanismus haben. Ja? Der muss nicht wie ein Stelltfuß, wie hohe Hacken, aber der muss Hufmechanismus haben, damit Luft reinkommt und die normale Durchblutung vom Strahlbein, dass das richtig passiert. Also da kann man dran arbeiten, vor allem wenn der Tier noch jung ist, wenn er einmal älter ist. Na, Gelenk- und Sehnenscheidegralle, das kann jeder. Das sind was Flüssigkeit, ist was Flüssigkeit, die was sich ansammelt. Na, dann haben wir noch ein paar Sehnenprobleme. Muss eben gucken, oh, das geht noch. Was Sehnenprobleme ist nicht so auffällig beim Friesen, muss ich dazu sagen. Mehr die Knochenprobleme und das kann man über die Zucht doch ein Stückchen rausholen, die Zuchtprobleme bei den
Knochen. Sehnen war das so wichtig zu wissen, na, nicht nur Therapie, aber wo das ungefähr ist, ich will nur mitgeben. Temperatur von den Sehnen ist ungefähr 34 Grad normal. Bei der Arbeit geht das hoch bis 42 bis 45 Grad. Und was machen wir? Bandagen rum. Normale Körpertemperatur 42 Grad, was passiert? Das Blut gerinnt und dann ist vorbei. Mausetot. Ja? Was machen wir mit der Sehne? Der darf bis 45 Grad und wir haben noch immer eingepackt. Das letzte Gefäß, was da noch drin ist, weil da sind fast keine Gefäße drin, das letzte, was da drin ist, das gerinnt und dann hat man noch schlechtere Karten. Ja? Also ich fange normal, ich muss ein bisschen aufpassen mit meinem Publikum, ich fange normal mit einer Aussage an, wie mehr Bandagen, wie schlechter die Beine. Wie mehr verschiedene Farben Bandagen, wie schlechter der Reiter. Denken Sie mal drüber nach. Bandagen, dann lieber Kappen oder sowas, die nicht sich kaputt hauen, aber Bandagen immer aufpassen. Es steht manchmal schön, aber von anderer Seite, wenn die Haare oben und unter der Bandage so rauskommen, ich finde es nicht schön. Ja? Man muss es manchmal machen, aber dann lieber Gamaschen drauf, wo man, und vor allem nicht die blöde Farben mit Pink und weiß ich was alles. Ich meine, man darf, aber ich will nur sagen, was ist wichtig, dass man so schnell wie möglich, wenn man richtig Leistung gebracht hat, dass man das kühlt und kühlt und kühlt. Nicht nur sagen, von morgen können wir kühlen. Sobald Sie sich irgendwo gestoßen haben, ist das Kühlen direkt danach wichtig und nicht eine Stunde später, weil dann ist das schon geschwollen. Durch das Kühlen kann man die Probleme vorbeugen. Und wenn man sieht, dass das, die Sehnen sind verdammt stark, aber die paar Gefäße, die da noch drin sind, die quält man auch noch durch alles einzupacken. Und das sollte nicht sein. Das Schöne daran ist, jedes Dressurpferd in der Welt, das steht lebenslang in Bandagen fast. Was sind die Pferde, die am meisten aushalten müssen? Das sind die Vielseitigkeitspferde. Haben Sie die mal gesehen? Die packen Samstag nach dem Gelände ein bisschen Lehm drauf. Sonst haben die vielleicht ein paar Gamaschen und meistens gar nichts drum. Und die haben erst einen Boden, der so unterschiedlich ist und so viel mehr hat. Ja? Und die Dressurpferde, die so, ich habe nichts gegen Dressurpferde, aber nur man sieht so einen Unterschied zwischen wie der eine und diese andere sich benehmen. Das ist nur eine kleine Erfahrung. Therapie und Prognose. Wenn man mit Sehnen anfängt, ist die Sehne wieder ist ein Bogen drauf, ist das in 6 Stunden zurück, mit Spritzen oder Behandeln und Kühlen und sowas. Wenn nicht, dann muss man schon mal 6 Tage rechnen. Wenn nicht nach 6 Tagen, muss man mit 6 Wochen rechnen. Und sonst 6 Monate und so weiter. Da kann man alles reinspritzen, was man will. Jetzt gibt es wieder von Böhringer Stammzellen, bis geht nicht mehr, teuer, bis geht nicht mehr, wirken wunderbar. Das Erste, was die sagen, die Heilung geht nicht schneller, aber die Heilung ist besser, geht aber nicht schneller. Das müsste die dazu sagen, weil sonst denkt man, nach 3 Wochen bin ich wieder am Anfang, kann ich wieder reiten. Also das heißt, Sehnegeschichten brauchen Zeit, Zeit, Zeit. Und wenn das Ultraschallgerät sagt, okay, das sieht gut aus, der beste Computer, was sie selber sind und haben, ist ihr Gehirn und ihr Fühlvermögen. Reaktion, wie geht das dir? Die Wärme, was man untersuchen kann, das kann kein Computer. Ein Ultraschallgerät ist nur schwarz-weiß, mehr nicht. Wenn ich es an eine falsche Stelle halte, ist ein Gefäß, dann sage ich, die Sehne ist kaputt oder die Sehne ist nicht kaputt. Also man muss jemanden haben, der Ahnung hat. Aber auch, mache sich selbst nicht vor. Sie können selbst fühlen, der zieht schon so hoch zurück, da brauche ich nicht direkt einen Ultraschall. Da kann ich höchst gucken, wie schlimm ist es. Ja? Aber wenn... Ich habe Pferde gehabt, Vielseitigkeit auch, nicht Friesen, wo die sagten, von, ja, gestern war der gut, weil Ultraschallergebnis war super. Ich sage, da muss doch noch empfindlich gewesen sein, weil heute steht er mit so einer Sehne. Ja, ja, er war noch mal empfindlich. Wie können Sie dann reiten? Wie können Sie dann darauf losreiten? Ja, aber der war doch Ultraschall gemacht. Ja, ich meine, man muss ja ein bisschen mitdenken. Ja, das will ich Ihnen mitgeben. Na, hier sieht man was. Bilder von Sehnenunterstützungsbänder. Checkligament, tiefe Beugesehne, die was hier anfasst und das ist da oben, wo man das fühlen kann. Hier sieht man nochmal Untersuchungen von den Teilen, was dick werden können und was Probleme geben können. Fesselträgeransatz, das ist das Thema in der Klinik natürlich. Fesselträgeransatz, das ist das Problem bei Ihr Pferd. Naja, dann geht die Sehne Richtung Knochen.
direkt unterhalb vom Karpalgelenk. Und da kann man reinspritzen, was man will, Stoßwellentherapie, die ganze Welt kann man loslassen. Da muss ein MRT, da muss man gucken, wie schlimm das ist. Geht alles, aber Zeit braucht das. Zeit braucht das und mit Spritzen alleine ist man nicht dabei. Die hohe Dressurpferde, die gehen an den Hinterbeinen ganz viel hier dran kaputt, ganz viel. Weil die sich immer, umso mehr das Pferd Dressur geht, höher, umso mehr der sich hinsetzen muss, umso mehr der immer am Fesselträger Ansatz sieht. Und dann hat man die Probleme richtig. Und da haben die schon Nervenschnitt gemacht, da haben die alles gemacht, aber das ist ein großes Problem. Ich nehme an, dass sie noch nicht alles international und Top-Level reiten, aber da haben sie das Problem auch etwas weniger, aber nur damit sie ein bisschen Ahnung haben. Arthrose, so wie gesagt, am Karpalgelenk, das Pferd lebt noch immer, der geht nicht schlecht mit was Therapie, aber ja, man kann ja nicht Abstand tun, aber das sind Gelenke, die sieht man nur beim Vollblüter oder nur beim Friesen. Die sieht man nie beim Warmblüter, selten oder nie. Also ein Friesen, Ankunftsuntersuchung, erste Knieuntersuchung. Wenn das gut ist, dann gehe ich in den Rest. Bei den Rest von den Pferden, außer Vollblüter, gucke ich nie. Wer macht dann überhaupt noch ein Foto vom Karpalgelenk beim Warmblüter? Kein Mensch. Kein Mensch. Nur bei uns ist das so. Na, nicht, dass das schlimm ist, aber man soll ein bisschen die Idee haben, dass man das nachschauen lässt. Na, was haben wir noch mehr von Problemen? Spezifisch Friesenpferd auf der Wiese. Der Mann sagt, ja, da kommt zurück, steht auf drei Beine. Na, man denkt ja natürlich eher so ein Hufgeschwür, aber das war zu peinlich. Da oben wird gedrückt, da ging das schon hoch. Sagt, nee, das kann nicht gebrochen sein. Das war ein Riss, hier sehen Sie den Riss. So, bis dahin. Der Knochen war halb durch, aber er stand noch drauf. Der war gerade gekauft, schmeißt das Pferd mit dem anderen Pferd auf die Wiese. Ja, da hat gestern was gebockt und getan. Kann passieren, aber so sieht man. Man sah das direkt, Tag später, nachdem das passiert war, sah man fast nichts. Sagt, da muss was sein, das kann nicht sein. Eine Woche später sieht man das. Das heißt, bei irgendwo eine leichte Fraktur, Fissur, muss man etwas Zeit nehmen, damit das erst was reagiert und dann man das feststellen kann. Ja? Also nicht so schnell. Das Pferd zeigt von selber, ich kann nicht gehen. Ja? Dann nicht wieder, oh, das ist nicht so schlimm, gib ein bisschen Equi, ein bisschen Schmerzmittel und so weiter. Machen Sie den Fehler bitte nicht. Das klappt wieder ganz gut, aber das geht, hier sieht man das deutlich, das geht sonst komplett schief. Na, bitte? Gut. Das ist mitten im Knochen, wenn das Pferd noch nicht so alt ist, dann wächst das super zusammen. Aber man braucht 6 bis 9 Wochen mindestens absolute Boxruhe. Es kann schon schief gehen, wenn er aufsteht. Das Problem war auch, der Boden war so etwas glatt. Ja, dann haben die schön ausgemistet und alles. So viel Stroh drin, ja, das ist Katastrophe für so ein Tier. Alle Mist drin lassen, Stroh, 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 dass er richtig Griff hat. Ja. Hier sieht man noch so Karpalproblemen. Einfach fühlen danach, Sprunggelenk, jetzt gebe ich nach, dann müssen wir es handmäßig tun, oh, hallo. Das hatten wir auch. Das hatten wir auch. Spatt kommt beim Friese noch regelmäßig vor. Richtige Arthrose, chronische Gelenkentzündung im Spattbereich. Hier sieht man, dass das Gelenk komplett festgewachsen ist. Hier sieht man ein normales Bild, wo man die Spalten sieht. Hier sieht man überhaupt kein Bild mehr. Man sieht, dass es etwas dicker ist. Oft ist das am Anfang ein Riesenproblem. Da kann der Schmied noch was machen, dann kann ich ein bisschen bewegen. Ganz still halten ist auch nicht gut. Ein bisschen in Bewegung halten. Wenn das richtig ganz fest gewachsen ist, laufen die wieder normal. Also Spatt ist nicht immer ein Problem, davon, das Pferd ist jetzt abgeschrieben. Absolut nicht. Na, dann hat man noch Weichteilen, da ist was Flüssigkeit drin, hier außen und drinnen. Und das OCD, weichen Spatt, da sieht man so ein dickes Gelenk. Das ist meistens dann rund, wo so da noch ein kleiner Chip drin ist. Immer wenn man so ein dickes Gelenk hat, doch, das nicht in ein paar Tagen weg ist, immer ein paar Röntgenbilder machen lassen. Nicht direkt MRT in den Blödsinn, direkt normal 2 Röntgenbilder, gucken, was da irgendwo los ist. Kann man sehen, ob da ein Chip drin ist oder irgendwo was anderes. Wenn kein Chip ist, hat man auch Ruhe, dann braucht man auch weiter nichts zu machen. Und OCD ist auch so eine Sache, das vererbt sich. Hier sieht man auch einen kleinen Chip drin liegen, bewegt sich auch noch sogar jetzt mit dem Bild. Aber das ist ein dickes Sprunggelenk und da kommen ziemlich viele Chips vor. Hier sieht man auch einen da oben liegen.
Dann gibt es noch Griffelbeine und Überbeine. Griffelbeine sind nur die kleinen Unterstützungsknochen, was da sind, da und da. Und die suchen man von oben bis oberhalb vom Fesselkopf. Und da kann allerhand Dinge passieren, kleinen Tritt, gebrochen und so weiter. Die brauchen nicht immer direkt rausgenommen zu werden. Bandage drum bei solchen Sachen und der Tier ist noch jung, da wächst das ganz schön zusammen. Ja, müssen nicht immer, Klinik sagt immer OP, OP, OP. Kassa, OP, nochmal Kassa und so weiter. Ja, Praxis etwas anders, die sagt von, manche habe ich schon absolut so gut gekriegt mit einfach Ruhe, 6 Wochen, was Stallruhe, schön Bandagen einpacken in so einem Fall, damit das schön in die gleiche Richtung geht. Wenn es jetzt Richtung Sehne geht, muss das Ding raus. Ja? Aber das kann ganz einfach irgendwo brechen. Kniegelenk ist auch so ein Problem. Ist auch ziemlich typisch für Friesenpferd. Junge Pferde im Allgemeinen, die schnell wachsen, können Probleme haben. Ja? Weil die Muskulatur vom Kniegelenk hier oben, wenn die zu wenig nachgibt, das ist zu fest, zu stur und zu hart. Hier sieht man die Kniebänder. Das ist das innere Knieband, das ist das äußere Knieband. Und hier sieht man die anderen Bänder vom Kniegelenk selbst. Das ist die Kniescheibe. Und was dann passiert, ist, dass die Kniescheibe hier oben so einen kleinen Haken hat, wo der mal hängt. Vor allem, wenn man dann sieht, das Pferd steht so und dann geht man vorwärts und dann schleppt er hinterher, zieht man etwas zurück und dann läuft er wieder normal. Knieproblemen hat auch was mit Vererbung zu tun beim Friesenpferd. Wenn die einmal bei der Hengstleistungsprüfung sehen, dass einer hakt, geht es ab nach Hause. Also sind die. Noch viel schlimmer ist es bei den Shetland-Ponys. Da kann man die Kniescheibe nehmen und die legt man komplett daneben. Ja? Noch viel schlimmer ist es bei den Hunden, die mit so ein richtig gerades Kniegelenk haben. So Bulldog oder sowas. Da nimmt man die Kniescheibe, die kann man so locker dahin heben, wo man haben will. Das heißt, man kann das junge Teil, also bei dem Nachwuchs von den Pferden, also junge Tieren, kann man schon mal so ein Problem haben, die mit Haken, weil die schnell wachsen und irgendwo da ein bisschen Haken bleibt. Weil die stehen die Pferde normal auf Ruhestand, bleibt da hängen und dann schleppt man nach vorne, aber bitte nicht immer stehen lassen, rückwärts, auf einmal klick, ist wieder gut. Das heißt, Muskulatur ist so schlapp, die wachsen und haben die schnell, umso größer, umso mehr die wachsen, wobei die Muskulatur nicht nachkommt, umso größer das Problem sein kann. Und man kann das also mit Training machen, viel Arbeit für die Kutsche, wo die schwer arbeiten müssen, dann kriegen die richtig Muskulatur. Die Muskulatur da oben, die Muskulatur hier oberhalb, die muss gestärkt werden. Und die sieht man dann ein bisschen nach außen wölben. Bei anderen Pferden sieht man, dass das ganz hohl ist, dann haben die ganz, ganz schlappe Muskulatur in der Gegend. Zum Beispiel die Quarters haben nicht so viel Probleme, weil die richtig so eine Muskulatur haben da. Und was man dann machen kann, ist Muskulatur, also Training, viel geradeaus, nicht zu kleinen Stall. Klein, viel drehen ist schlecht. Und was man macht, ist Hufstand etwas ändern. Ein bisschen so oder ein bisschen so, eins der beiden. Innen durch oder außen drüber. Muss man mit einem super Schmied, kann man da ein ganz Stück kommen. Also man hat Möglichkeiten, um das gut zu behandeln. Früher hat man die Sehne dann durchtrennt, aber das macht man nicht mehr. Manchmal ich soll Ihnen sagen, eine normale Ankaufsuntersuchung in Deutschland ist alles, was Kissing Spines ist und geröntgt wird, ist rausgenommen von der normalen Ankaufsuntersuchung. Warum? Weil es viel zu viel Elend gab. Hals und Wirbelsäule, also Kissing Spines Probleme, ist alles aus der normalen Ankaufsuntersuchung röntgenologisch rausgenommen. Das heißt, es gab nur Gerichtssachen. Pferde hatten nie Probleme, jemand hat was gesehen, dann gab es das Problem erst. Was ist das Problem? Die Dornvorsätze, guckt man, ob da schön viel Raum zwischenhängt. Was ist typisch Friesen? Ich habe ein Fohlen mit einem extra Dornvorsatz. Hat man kein anderes Tier mit, aber das ist einfach angeboren. Auch das passiert wieder. Das ist das Glück oder Pech, was man hat, was soll man damit, wird das noch was? Weiß ich nicht, wie das abläuft, aber wir werden es wissen in ein paar Jahren. Was ist dann Kissing Spines? Ist das die Wirbel? Dornvorsätze ein bisschen aneinander kommen, ein bisschen weiß werden und dann reagieren. Und dann sitzt man als schwerer Reiter, richtig schwer ist im Sattel, der Kopf geht hoch vom Pferd und dann gehen die Dinger zusammen und dann tut das weh. Muss aber nicht. Ein Trost, ich kenne keinen Friesen, der Kissing Spines Probleme hat. Die Klinik ist das, Warmblüter ist das gang und gäbe. Dressurpferde, gang und gäbe.
Ich hatte das Pferd, was ich kenne, so einen Rücken, sagt man, ja, das kann ja nicht mehr normal sein. Der konnte normal geritten werden, hatte null Probleme. Null Probleme. Gucken Sie hier mal. Also wenn einer Kissingsbeins hatten sollen, haben, dann ist der. Hatte null Probleme. Der ging ab wie die Post. Das heißt für mich, der Charakter vom Tier ist natürlich auch entscheidend, aber das Problem wird nur anerkannt, wenn man klinisch auch Druckprobleme empfindet beim Tier. Und das kann man selber prüfen. Und in Holland ist es so, wenn es klinisch keine Beschwerden gibt, braucht man keine Röntgenaufnahme zu machen. Dass man dann für den Verkäufer nochmal wissen will, ob das irgendwie mal kommt, dann eine andere Sache. Aber normal, wenn es klinisch keinen Anlass gibt, wenn es klinisch Anlass gibt, muss man Röntgenbilder machen. Wie gesagt, das Pferd, ein von den Pferden, was zur Klinik ging, die haben das festgestellt beim Friesen, die haben all die Vorsätze reingespritzt, gespritzt, gespritzt, oh Gott. Naja, wie das abgelaufen ist, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, aber da hat das keine und nachher war das auch nicht das Problem. So kann es sein, aber ich kenne keine Friesen, heißt nicht so viel, aber ich kenne bis jetzt keine, vor allem wenn man das sieht und das Pferd so geritten wird, ich meine, das ist Alter, der war 28, 29, ja, dann sieht man schon mal, dass so was passiert, ist kein schöner Blick, aber so sieht man, dass trotzdem das Bild es nicht immer heißen soll, von der muss was haben, ja. Was macht man, wenn man eventuell Probleme hat? Man reitet das Pferd mehr nach unten und macht den Rücken ein bisschen rund, damit das auseinander geht. Und nicht jemand von 120 Kilo oder 150 Kilo draufsetzen, wo das nochmal wehtut. Da kann jedes Dressurpferd, der kann mit im Eimer, wenn es so weitergeht. Ja, das heißt, es muss kein Problem sein. Bis jetzt habe ich noch, wie gesagt, keinen gesehen davon. Na, man hat ja andere Muskulatur, Rückenprobleme. Muskelproblemen, SI-Gelenk ist ja auch ein Thema, SI-Gelenk behandeln dies, wie länger die Spritze, wie teuer das ganze Geschichte ist. Es kann gut helfen, aber es ist nicht die erste Sache, wo ich mit der Lahmheit mit anfange. Ja? Es kann absolut gut helfen, absolut, aber man muss die richtige Person haben. Wenn ich ein paar Dinge gelöst habe, ein paar Stellen gelöst habe, will ich sagen, dass das Pferd dann für Jahre oder weiß ich was gut ist. Also man muss ein bisschen kritisch sein, wie man das macht. Na, da können noch allerhand andere Probleme sein, dicke Gelenke, Bipacke und so weiter. Will ich ihn nicht mit belästigen. Gelenksflüssigkeit beurteilen, Arthritis hatte ich schon. Na, Unterstützung, es gibt allerhand Sachen, Hyaluronsäure, Spritzen, bla bla bla. Für mich ist das A und O eins der kriegt nichts dafür, ist keine Werbung. Tromel, da schwöre ich bei. Tromel, nicht die Globuli, weil das ist was für die Psyche des Besitzers. Die Globuli, weil was ist da drin? Aber es gibt die Ampullen, 5 Milliliter, da kann man das Pferd unheimlich schön mit locker kriegen, mit gut behandeln, mit zweimal in der Woche so eine Behandlung mit Spritzen oder wenn wir einen Tierarzt haben. Das ist legal, ist auch kein Doping, ist kein Doping. Das wird, und ich bin FEI-Tierarzt, ich weiß ungefähr, was die Großen der Erde, was die spritzen, und glauben Sie mir, der Umsatz von Tromel hängt bei den großen Turnieren ist ganz hoch. Das heißt, da ist natürlich was Alkohol drin, Tromel ist gegen Schwellung, gegen Lockerlassen und so was. Wenn man ein richtig verspanntes Pferd hat, wird das ganz gut. Aber muss man wohl ein paar Mal geben. Also ich mache keine Werbung für die Firma, aber das ist eins von den Dingen, die ich ein bisschen drin glaube. Dann gibt es auch andere Sachen, die man machen kann, mit Eigenblut und so weiter. Gelenkbehandlung. Dann gibt es noch einen ganzen Haufen orale Medikamente, was man füttert. Alles nicht mit weiß ich was für Zeug drin. Die können unterstützen, aber glauben Sie mir, es nimmt eine Lahmheit nicht direkt alles weg. Wenn das so wäre, der Vertreter kommt rein bei mir und sagt, ich habe was super. Sagt, wieso sind Sie noch nicht Millionär, wenn das so super wäre? Ja, dann haben Sie doch die ganze Welt offen und alles verdient dran. Ja, so gut ist es jetzt auch wieder nicht. Ja? Also, es gibt unterstützende Sachen, sehr gut. Kein Problem, da glaube ich auch drin. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein, mit dass man da nur drin glaubt. Und eine der Dinge, wo ich persönlich viel drin glaube, ist offiziell auch nicht ganz zugelassen, das ist eine Art von Aspirin-Zugabe. Also da hat man gute Erfahrungen mit und das fördert die Durchblutung. Alles, was die Durchblutung fördert, hat man mit was für Problemen dann auch, ob das Muskulatur, Knochen oder sowas ist, hat man ganz gute Erfahrungen mit. Man muss ja nicht rein Aspirin geben, weil das ist wieder schlecht für den Magen, gegen Magengeschwür und so weiter. Aber man hat da Mischungen, die kann man ganz gut nehmen. Kann man dann das Aspirin nehmen, was man jetzt selber nimmt? Oder? Nee, würde ich nicht machen, weil die Dosierung ist. Bitte? Ich erzähle auch wieder was Illegales.
Aber wenn ich ein lahmes Pferd habe und bevor der irgendwo mit Schmerzen in der Wiese hinstehen muss und man kann ein bisschen Unterstützung mit, es ist meistens blutverdünnend, Aspirin. Aspirin ist nicht immer das weitest verbreiteste Medikament der ganzen Welt. Es gibt sogar eine Therapie mit Krebs auf Basis von Aspirin. Das heißt, die Durchblutung ist unheimlich wichtig, Durchblutung. Und etwas schmerzstillend ist es, aber die Magenprobleme, die man kriegen kann, muss man was dazu mischen und da gibt es was man machen kann. Aber als Notlösung, nicht natürlich wieder für ein Schlagpferd, aber als Notlösung kann man das ganz gut benutzen. Da habe ich ziemlich viele Pferde drauf, die da ganz schönen Alltag mit haben. Gut, das sind die Friesen in Kolumbien. Ich bin in 2 Wochen, wenn ich in Kolumbien, die ganze Mannschaft, das ist die Militärakademie, die hat 10 Friesenpferden gekauft. Und da machen die Shows mit, da machen die Auftreten mit und die müssen dann Examen machen mit den Tieren. Die haben die vor ein paar Monaten gekauft. Und da sehen Sie schon die verschiedenen Bandagen. Das heißt schon, man muss die, ich fliege dahin demnächst, um die ein bisschen mehr Unterricht zu geben. Weil man die Bandagen sieht, da habe ich mich schon gedacht, von, oh oh. Aber das sind alle Offiziere und es soll ziemlich safe sein. Also, na, gut, das sind noch ein paar andere Patienten. Wenn Sie was sehen wollen, YouTube, ich mache keine Werbung sonst, aber dann sieht man ein bisschen von meinem Aufenthalt mit, damals habe ich auch so eine schlechte... ein Halsproblem, weil ich fliege ziemlich viel in der Welt rum mit Pferden, überall hin, neben der normalen Praxis und da muss man so etwas gestresst. Zurück kommt man dann letzte Woche mit 12 Pferden nach Katar und da steht man nachts zwischen 2 und 4 am Flughafen und besorgt sich für die Pferde, die es nicht kalt kriegen, aber selbst wenn man kriegt man es richtig mit Regen und so weiter alles zusammen. Aber das ist meine eigene Wahl. Aber hier stehen wir für die Dinge, wo Sie sehen können. Sind Fragen soweit? Ich weiß, es ist alles schnell und weiß ich was, aber man hat ein bisschen Eindruck, dass sie nicht jetzt denken, ich will kein Friesen mehr, das will ich absolut nicht, aber man soll ein bisschen, umso mehr man weiß, weiß man, wo ein bisschen links und rechts darauf achten muss, dass man sich nicht alles, was schwarz ist, in die Hände drücken lässt. Das ist schon mal mein Rat. Nicht alles, was schwarz ist, in die Hände drücken lassen, bitte. Fragen? Da habe ich 35 Jahre gebraucht, um das jetzt hier zu sagen. Also mal. Danke für den Applaus. Nur einen. Ja, bitte. Bitte? Nee. Man kann es 1-2 Mal probieren, wenn es hilft, ja, weitermachen. Wenn es nicht hilft, nicht die Klinik unterstützen. Das Schöne daran ist, es geht eigentlich, das ist alles so kurz hier. Ich meine, mal muss man damit Zeit vernehmen. Es gibt Hufgelenkschale und im Hufgelenk ist ungefähr 70-80% von der ganzen Bewegung im Huf mit dem Rest vom Bein. Kronengelenk hat nur für 5-10% Bewegung, ganz minimal. Wenn das, die Kronengelenkschale, die Arthrose da zusammenwächst, geht er wieder normal. Hat überhaupt kein Problem. Das kann man beschleunigen durch ein paar Schrauben rein, damit das komplett verwächst. Kostet aber Geld. Man kann auch sagen, ich warte ein halbes Jahr, dann ist das auch verwachsen. Nee. Also ich habe mein Studium in Amerika gemacht, da war Hyaluronsäure, war das A und O. Erst war Cortison. Ja, Cortison, da war alles weg. Nee, nur noch Hyaluronsäure. Das hat 15 Jahre gedauert, aber die Firma hatte genug verdient. Und dann kommt das Nächste und jetzt kommt es mir die Eigenblutbehandlung, IRAP und solche Sachen. Die sind für mich wichtiger. Die machen wir dann das eigene Blut, kann man keine Allergie rausholen. Also das ist viel safer. Man muss aber erst prüfen, ob eine Behandlung wirkt. Ja? Und Kronengelenk ist ganz schwierig, um das genau zu treffen. Wenn ich einmal, das Kronengelenk ist so ganz schmal, Hufgelenk ist noch nicht das Problem. Wenn ich mit der Nadel ein paar Mal versuchen muss und ich mache die Knochenhaut kaputt, dann geht das noch schneller. Das will ich nicht. Also man muss einen Profi haben, der sagt, okay, jetzt. Und da sehe ich auch, ob das rauskommt. Ja? Wenn ich richtig im Gelenk stehe, da kommt immer mit Flüssigkeit raus. Wenn nichts rauskommt, dann bin ich noch nicht richtig. Und dann ist gut zu wissen, dass man sagt, okay, aber ich würde was... ein-, zweimal was machen und dann Zusatzfuttermittel mit egal was Sachen noch füttern für die Gelenke. Da gibt es
Glycosamine, Glykane, bis weiß ich was, Teufelskralle, alles da füttern. Bitte? Ja, also ich gebe die Pferde meistens in Aspirinmischung und da gehen die wunderbar drauf. Sobald die einmal springen, sind die was mehr lahm, aber wenn das ganz verwachsen ist, gehen die wieder eins. Also viele Springpferde haben das, weil die Balken immer anticken. Und dann haben die, wenn die keine Zeit haben, schrauben die im Klinik mal, schrauben die Dinger zusammen und dann gehen die wieder trainieren. Das könnte auch so. Ja, ja. Kann manchmal bis ein, zwei Jahren dauern. Aber noch mehr Fragen? Bin ich ziemlich deutlich? War ich ziemlich deutlich? Ja, bitte. Bei Lahmheiten, Deckungen, muss man dann immer kühlen? Wir hatten eine Situation, da wurde dann gesagt, nein, muss ich kühlen, das braucht Wärme. Sehr großer Unterschied. Ist es akut oder ist es chronisch? Akut heißt, was sind die drei wichtigsten Symptome von akuter Entzündung? Schmerzen, Schwellung und Wärme. Ja? Und wenn es warm ist, dann soll man kühlen. Chronisch heißt, Schwellung ist noch was da, Schmerzen auch noch was da, viel weniger, keine Wärme mehr, kalt. Und dann soll ich mit Aufwärmen und so was anfangen. Aber am Anfang absolut erst kühlen, kühlen, kühlen. Nicht direkt wieder schmieren, dass das noch dicker wird. Und so schnell wie möglich kühlen. Das ist ein großer Unterschied zwischen akut und chronisch. Ja? Ziemlich klar? Dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus